Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, so lasst mir doch bitte ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch gerne ein Like da, kommentiert das Video und nach dem Intro wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Haut rein. Ciao. Sollte funktionieren. So. Der kann weg. Der kann weg. Das kann weg. Wie viele Taschenblitze habe ich? Sieht gut aus, weil dann können wir das da, glaube ich, auch mitnehmen. Genau. So. Muss ich den Strom noch hier mitnehmen? Die waren jetzt alle verkabelt. Ja. Übertaktung. Du bist voll übertaktet und aufgedreht. Und du? Du nicht. Jetzt aber. Soll ich das dann wegmachen? Ich glaube, den nehme ich mal mit. Brauchen wir dann eh nicht mehr. So. Dann müssen wir ja hier hin. Du gehst da dran. Und du gehst hier dran. Müssen wir echt mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Logistik, Lift. Okay. Hätte ich ein bisschen höher ziehen sollen. Aber okay, es funktioniert. Okay. Schauen wir mal, ob wir da direkt hier runterkommen. Sieht aber ganz gut aus. Sieht sehr gut aus. So, die sind auch da hinten angekommen. Also diese ganzen Wege funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, bis ganz hinten. Okay. So. Schaffe ich das ohne Fallschaden jetzt hier runter? Ja. Brauche ich das hier so nicht mehr?
Das auch nicht. Dann machen wir zumindest hier so mal zu. Ja, ich bin mir dann noch ein bisschen unschlüssig, wie ich das am besten mache. Machen wir aber erstmal hier zu. Das gehört noch hier hin. So, hatten wir nicht hier... Gehwegerade. Kriege ich dann hier noch eine Wand hoch? Sieht gut aus. So. Das erste Mal, dass wir jetzt diese Gehwege verbauen. So, da kommen dann die Fertigen an. So. Okay. Ich hier richtig? Oh, naja. Ja, doch, sieht ganz gut aus. So. Mal schön hier drüber pflastern. Ja, da oben wollte ich eigentlich nicht drauf landen. Okay, dann machen wir hier wieder die Kurve. Und ich glaube, dann können wir hier schon wieder runter. Nee, das war noch zu hoch.
So ist es doch ganz ordentlich, oder? Man kann nirgends ins Wasser fallen. Schön hier außen rumlaufen. Optimal. So, jetzt muss ich nur noch die hier. Auf die andere Seite holen. Und halt dann den ganzen Weg durch die Höhle und... Oh, das wird auch nochmal ein Riesen-Act. Reicht es nicht? Ne, reicht nicht. Haben sie es kürzer gemacht? Komplette Band dann durch die Höhle ziehen und die Stromkabel noch wieder hierhin zurückziehen. Oh je, oh je. So, dann haben wir das schon mal jetzt hier drüber. Jetzt muss ich da nochmal ganz hoch. Um den Strom runterzuziehen. Ach, hier hatte ich noch nicht fertig gebaut. Mist. Ja gut. Hier die Kurve rein. Können wir da noch eins erweitern oder? Ne, das sieht ein bisschen doof aus. Das sieht doof aus. Gut. Lass mich hoch, lass mich hoch. Jetzt müssen wir kurz schauen, wie weit wir den Strom schon gezogen haben. Ich glaube, den habe ich nur da oben bisher stehen. An dem hier. Okay, dann haben wir die obere Miner auch mit Strom versorgt. Und die Fabrik, das hängt jetzt in einem Kreislauf schon. Oh, Bärchen.
Hatte ich da oben die Schnecke eigentlich geholt? Ach genau, da habe ich ja gesprengt, ne? War sonst hier noch irgendwas? Habe ich was gehört? Naja, anscheinend nicht. So. Dann ziehen wir das genauso hier lang. Machen hier so eine ordentliche Kurve. So. Hier noch hin. Und dann muss ich an dem Teil einfach nur anschließen und das Ganze läuft. Das möchte ich mir gerade noch mal anschauen. Weil sieht schon interessant aus, was ich doch da jetzt zusammengebaut habe. Hm, nicht schlecht. So. Wo ist jetzt eigentlich die Höhle? War die nicht mal hier? Ach, und da waren noch Viecher, die hier patrouillieren, ne? Das ist Katerium, okay. Diese Viecher müsste ich eigentlich noch wegmachen. Da ist auf jeden Fall die Höhle. Ich sehe sie gar nicht. Sind die da reingelaufen? Kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen. Die sehen nicht so aus, als würden sie Spinnen mögen. So, und die sind vorhin von hier in diese Richtung zu mir gelaufen. Aber keine Ahnung, wo sie jetzt sind. Da steht auf jeden Fall noch ein Pilz. Hier noch einer. So. Ein paar Himbeeren. Noch mal Himbeeren. Sieht auch wieder so aus, als würde es hier irgendwas Interessantes geben. Oh, Scheiße. Warum bewegst du dich immer, wenn ich abdrück? Oh, ich hasse Riesenspinnen. So, die kam von da. Was hast du beschützt?
Also irgendwie ist hier aber nichts. Was man hätte beschützen müssen. Boah. So, wo ist das andere? Das wollte ich nämlich auch noch aufsammeln. Blütenblätter. Da, den wollte ich. Nicht wirklich was Interessantes hier. Ein paar Himbeeren. Ah, im Fall, wo ich nicht mehr ausweichen konnte. Na, hast du keinen Loot? Oder habe ich das gelootet und ich habe es nicht mitgekriegt? Na gut, egal. Welche Richtung muss ich jetzt eigentlich wieder? Na, wo ist die Markierung? Ach, die Markierung habe ich weggemacht. Ganz schlau jetzt. Ganz schlau. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich bin. Ah. Ich glaube, da war die Höhle jetzt. Ja, genau, da ist die Höhle. Da muss ich in diese Richtung. Da ist das Band. So. Da ist eine Himbeere. Da haben wir das Band. Ich befürchte, dass das schon wieder zu weit weg ist. Ja, einen kleinen Ticken. So, das sollte eigentlich gehen. Müsste ich da nicht langsam da ankommen, wo ich gerade eben aufgehört hatte? Jetzt habe ich kein Material mehr. Ach, Mensch.
Ach, hier. Gut. Dieses mega lange Band zu ziehen ist ja jetzt doch ein bisschen mühselig und einseitig. Ich würde sagen, ich mache das Offscreen fertig. Genauso wie die Stromleitung zu ziehen. Das ist jetzt ja nicht so wahnsinnig prickelnd, weil dann ziehe ich offscreen gerade quer das Kabel bis zum Lager. Ja, genau, das Kabel und auch das Band. Das ist ja relativ weit und es bringt ja nichts, wenn ich euch jetzt eine Stunde lang zeigen würde, wie man ein Band zieht. Ah, das ist dann doch ein bisschen lame. Die Fabrik haben wir ja fertig gebaut. Die kann ich dann halt auch noch einkleiden. Das ist jetzt auch nicht so spannend. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Was wir da angehen, weiß ich noch nicht. Ob wir da jetzt dann schon direkt Richtung Öl gehen oder noch ein bisschen die Eisenbachen, die mir gerade leer laufen. Eins von beidem. Vermute ich mal. Also Richtung Öl müssen wir auf jeden Fall mal gehen. Da brauchen wir die ganzen Items und ich will ja auch endlich mal das Jetpack haben. Das ist auch relativ wichtig. Ich überleg's mir bis zur nächsten Aufnahme auf jeden Fall. Das sehen wir dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da, das Abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr ja keine weiteren Folgen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.